So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. Ja, gestern gab es wohl anscheinend ein größeres Update. Keine Ahnung, ob sich da jetzt irgendwas großartig geändert hat. Ich gucke mir das nach der Aufnahme mal an, wie das jetzt mit den Einstellungen und sowas aussieht. Ansonsten, ja, müssten wir gucken. Wie gesagt, ja, wir schauen das einfach mal. Es soll sich was an den Preisen bei den NPCs oder so, glaube ich, geändert haben. Ich habe Durst, okay. Trinken müssten wir ja eigentlich haben. Da. Dann trinken wir. Und ja, dann gucken, wie gesagt, ich gucke mir die Einstellungen vom Server gleich nochmal an. Im Nachhinein, was man jetzt alles ändern kann. Wäre schön, wenn die auch endlich mal wieder was an den Einstellungen ändern, weil einstellungsmäßig ist das echt für ein Arsch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ja, dann machen wir heute mal gemütliche Wanderung über die Straße. Ich wusste gar nicht, oder ich habe gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass man mit dem Sitz gar nicht mehr richtig sprinten kann, sondern wirklich nur dieses Laufen hier hat. Gut, hierfür bringt es jetzt natürlich so ein bisschen was, ne? Es bringt das ganze Zeug auf jeden Fall ein bisschen hoch. Ups. Obwohl, ich wollte doch mal gucken. Spiel fortsetzen, Option, Server Settings, Suicide Begin, Hauptmenü, Spiel. Also das Server zu Favoriten machen, haben die auch schon wieder raus anscheinend. War ja anscheinend nur eine kurze Zeit mal wieder drin. Ist es auch wieder voll ulkig. Und was natürlich ganz, ganz wichtig war gestern wieder für Gamepires, einen neuen DLC, einen neuen Charakter. Ich weiß nicht, wie viel Charakter die noch bringen wollen. Ich werde mir definitiv keine neuen Charaktere mehr kaufen. Wildnis, wir haben einen Zombie. So. Weil ich habe mir zwei Charaktere im DLC gekauft und ich muss ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie viel man da vielleicht noch machen will. Aber man kann einfach nicht alle Charaktere spielen und ja, ewig hin und her wechseln ist, glaube ich, auch nicht so die richtige Lösung. Also, ja, das ist so ein Ding, wo ich sage, weiß ich nicht. So, lass mal gucken, wir haben... wir sind in der Wildnis, die sind auch nicht von dem... Von dem Salzwerk da unten. Ich muss mir auf jeden Fall nachher nochmal die Server-Einstellung angucken. Das wäre ja... Super wäre das. Wir haben übrigens gar kein Nähzeug mehr dabei, ne? Ne, da, also Nähzeug nicht, aber... Naja, toll, daraus kriegen wir auch nichts mehr. Und da, dann nehmen wir so nachher noch neues Nähzeug, Mann, machen. Es ist... Ja... Es ist so ein Dilemma hier mit dem Zeug. Warte, komm, wir trinken hier nochmal schnell zwei Schluck. Dann sollte er hoffentlich eventuell bald... Ups. Trinken. Das Zeug fertig sein. So. Das nehmen wir in die Hände. Dann geht's jetzt weiter. Aber wir hatten schon mal zwei Zombies in der Wildnis. Das ist doch auch mal was, oder?
So. Und davon mal abgesehen, Tiere habe ich auch noch keine gesehen oder gehört. Mal gucken, ob wir das jetzt heute so irgendwie hinkriegen. Weil die Jagd war bei uns immer hoch eingestellt, damit man auch genug Tiere eigentlich finden sollte zum Jagen und ich glaube 64 war das Höchste. Ja. Aber das haut anscheinend auch nicht wirklich hin. Oder die Tiere sind noch nicht da, ich weiß es nicht. Puh, puh, puh. Der Weg zieht sich länger, als man denkt manchmal. Das ist der Hammer. So, Long Way Home. Ach nee, Home ist ja noch nie mal. Ist ja nur bis zum Auto, obwohl das Auto ist ja momentan eigentlich schon unser Zuhause. Ja, und das ist halt der Grund, na, warum mir zurzeit, ja, ich sag mal so ein bisschen Scam keinen Spaß mehr macht. Also wir hatten jetzt nach dem Einloggen kurz zwei Zombies, die in der Wildnis gespawnt sind und seitdem gar nichts mehr. Und vor 095, wo man das halt noch eigenständig einstellen konnte, dass so und so viele Zombies in der Wildnis spawnen, so und so viel da, so und so viel da, war es tausendmal besser, weil wir hatten mehr Zombies in der Wildnis. Also man ist öfters Zombies begegnet, wie jetzt zum Beispiel. Moment komme ich mir eher vor wie, weiß ich nicht, auf einer Wanderung. Und ach ja, übrigens sollten wir jetzt mal dann die Ausdauer regenerieren. Ja, und das ist halt wirklich das, was mich so ein bisschen, ja, gerade echt annervt. Und vor allen Dingen, weil es am meisten annervt, weil die Entwickler ja sagten, also Gamepyers hier und die Entwickler, was ja eigentlich das Gleiche ist, damals noch bei 095 angekündigt haben, sie würden das ja alles viel einfacher machen, dass man viel einfacher die Puppets einstellen kann, Zombies einstellen kann. Und das natürlich für die Serverbetreiber viel, viel einfacher wird, die Server so einzustellen, wie man es möchte. Und ja, was soll ich euch sagen? Es war nichts. Es ist schlimmer geworden. Wir konnten die Server überhaupt nicht richtig einstellen. Ich sage, wenn ich mein Team hier um Syno, Kalle und so nicht gehabt hätte, der Tina und sowas, dann wäre der Server heute noch wahrscheinlich, ja, nicht so, wie er jetzt sein soll. Sagen wir es so.
dann wäre es noch schlimmer. Also, ja, wir hatten Horden von Zombies in den Städten. Das war echt der Wahnsinn. Auch beim Runterdrehen, weiß ich nicht, sind die Zombies nicht da gewesen oder nicht weggegangen. Wenn wir zu weit runtergedreht haben, hatten wir gar keine Zombies. Wenn wir die Städte so halbwegs voller Zombies gehabt haben, so wie wir uns das vorgestellt hatten, auch von Schwierigkeit her, weil es sollte ja nicht so einfach werden, aber auch nicht zu schwer, waren die Bunker urplötzlich überfüllt und man hatte keine Chance, da irgendwas zu machen. Also bist du in den Bunker rein, du bist noch keine, weiß ich nicht, noch keinen zwei, drei Räume weitergekommen, da hat sich schon wieder ein Respawn hinter dir. Keeper ohne Ende und nee, es war unschön, es war echt unschön. Vor allen Dingen, wenn wir als Squad meistens so oder manchmal so mit vier, fünf Mann reingegangen sind, es war echt grausam. Mindestens zwei, drei Leute sind immer gestorben. Der Airdrop wäre fast in der Nähe, aber ich, ja, was heißt der? Der ist eigentlich da, wo wir hinwollen, ne? Wenn wir jetzt in der Nähe vom Auto wären, könnten wir mit dem Auto schnell da hochfahren und dann hätten wir den Drop. Nur, der ist jetzt noch 4 Minuten unterwegs. In 4 Minuten sind wir wahrscheinlich hier, bis wir dann da sind oder so. Ist der schon längst explodiert. Und ja, müssen wir gucken, ne? Das kann so nicht wahr sein. Ja, dann, ne? Wir lassen uns überraschen. Wir laufen jetzt einfach mal schnurstracks geradeaus. Ja, ups. Und wir haben schon wieder keine Ausdauer. Okay, dann. Ja, ich glaube aber auch, weil es hier gerade so ein bisschen bergauf geht. Aber natürlich werde ich jetzt gleich gucken, nordöstlich, also nordöstlich, da so in die Richtung, dass wir gleich so ein bisschen, ja, vielleicht noch zum Airdrop kommen. Mal gucken, was da Sache ist. Wir hätten Sechser, wir haben Schraubendreher, das sollte eigentlich alles funktionieren. Naja, das Problem ist halt nur die ganzen Puppets, die da wahrscheinlich rumlaufen, bis wir die erstmal wieder weg haben, ne? Vielleicht hätte ich das gestern echt anders machen sollen. Weiß ich nicht, so stückchenweise fahren. Den ein Stück vorfahren, den ein Stück vorfahren, den ein Stück vorfahren. Was weiß ich, halt so ein bisschen. Halt immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, wir sollten da so querfeld einlaufen, glaube ich, ne? Wir könnten auch bis da unten und dann. Hm.
Also, Stoffwechsel. Ein Diebstahl Schleichenfaden bringt hier gar nichts. Überlebensfähigkeit, weiß ich nicht, ob wir da was kriegen. Ich glaube hier gerade nicht. Baufertigkeit sowieso nicht. Tarnung, Medizin, Aufmerksamkeit, okay. Ach ja. Also wir haben heute, wie gesagt, Wandertag. Und leider gibt es keine Zombies in der Wildnis. Müssten wir nicht schon, ja, fast, ich wollte gerade sagen, fast in der Nähe von der Straße sein, da oben. Dann ist es nicht mehr wirklich allzu lang. Ja, obwohl, wir müssen noch an der Tanke vorbei, fällt mir auf. Wir haben das Auto dahinter irgendwo im Busch geparkt. Was dann jetzt auch schon zum nächsten Problem führt. Wenn da jetzt natürlich gleich ein Springer an der Tanke steht, haben wir auch schon wieder die Arschkarte. Ich sehe es schon kommen. Wir sind gleich kurz vorm Auto. Es kommt ein Zombie oder ein Sprenger und wir kriegen dann hier ja, dieses Problem nicht mehr gelöst. Na, und ja, also ich meine, ihr merkt es ja gerade selber, es ist eigentlich, ja, ich will nicht sagen langweilig, weil, ja, doch, eigentlich ist es langweilig, hier rumzulaufen und nichts zu tun zu haben. Und das ist halt das, was mich so, weiß ich nicht, ein bisschen stört. Ich sage ja früher, bei 09 noch, hattest du halt auch Zombies hier in der Wildnis oder so und, hast dann auch schon mal so eine Herausforderung zwischendurch gehabt. Aber jetzt hatten wir, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wegen dem Einloggen war oder so. Bei Wildzombies und das war's. Den Rest hier sind wir irgendwie komplett durch, ohne irgendwas. Noch nicht mal irgendwelche Tiere. Also ja, ich höre jetzt gerade irgendwelche Vögel zwitschern da vorne.
wo wir waren. Und das war's. Und das finde ich halt, wie gesagt, ein bisschen schade, weil, ja, es ist nicht das Scum, was ich gerne gespielt habe, was ich mochte, was ich auch herausfordernd fand, zum Beispiel. Weil, ja, ich sag mal, hier jetzt so durch die Wildnis zu laufen, ist definitiv keine Herausforderung mehr. Also auch die Tiere, die es hier mal gab und einen ja auch attackiert haben, die gibt es anscheinend auch nicht mehr. Also ich weiß noch, dass wir oder dass ich damals auf einem Server gespielt habe, auch ja mit meinem alten Squad, wo ich drin war. Weiß ich nicht, wir sind so oft attackiert worden von Ziegen, von irgendwelchen Bären, da gab es die Wölfe noch nicht. Und, ja, dann haben sie ja irgendwie erst die Jagd so geändert, dass man nur noch Spuren suchen musste. Man hatte also erst recht keine Tiere mehr, nur noch Tiergeräusche. Was auch schon, ja, ich sag mal, das mit der Jagd, das war ja gar nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass gar keine Tiere mehr so zu sehen waren oder unterwegs waren oder sonst was, das war schon mega langweilig. Bin ich auch ganz ehrlich. Und ja, jetzt haben sie es halt darin oder dahin geändert, dass die Tiere zwar wieder da sind, angeblich, aber ich seitdem da ja auch nicht wirklich noch irgendein Tier gefunden habe. So, dann müssen wir jetzt gleich, wir haben die Tankstelle mal umrundet, wir müssten gleich irgendwie eigentlich am Auto sein. Lass mal gucken, wir hatten doch, glaube ich, Blaupausen gesetzt, ne? Oh Gott, ich hoffe es. Base Building, ja, wir haben irgendwie zwei Blaupausen. Eine sollte an der Straße stehen und dann eine weiter rein. Da hinten steht die eine Blaupause. Und ein Stück weiter rein steht die andere, hoffe ich. Ja, da hinten steht sie, glaube ich, sehe ich sie. Ja. Hervorragend. So, Auto, Sweet Auto. Oder so. Upp, da steht unser Auto. So, genau richtig. Nein, nicht pushen. Installiere den Sitz. Wunderbar. Dann driven wir jetzt, please. Ich würde tatsächlich jetzt gerne mal erstmal kurz. Der Airdrops ist nämlich noch da. Der ist noch nicht gelutscht. Versuchen, den Airdrops zu kriegen. Und danach nochmal zur Tanke. Dann gucken wir mal, ob wir da. Bisschen runter, dass wir auf jeden Fall gleich noch tanken müssen. Wow. Super Airdrop-Gebiet, ja. NZ1. Z1 ist wo? Z1 ist da übrigens und da wäre jetzt irgendwo müsste hier gleich der Airdrop. Da ist er doch. Du Scheiße, da kommst du doch. Ja. Hallo Löchen, wo kommst du denn her? Aua, Scheiße. Ich habe ja vergessen, dass der mich ja kaputt prügeln kann. Shit. Okay, wir gehen dahin nicht. Hier ist noch ein Wild Spawned Zombie. Das hat sich vertan, das Spiel. Ne, dann ziehen wir lieber hier raus und nehmen lieber den anderen, der gleich runterkommt. Aber wir fahren jetzt erst nochmal in die Tanke, kurz tanken. Wenn wir denn die Straße wieder finden, ja, da. Wow. Weil da unten, weiß ich nicht. Direkt am Wasser, ja, es ist zwar, ne, machbar, aber ich denke mal, die Zeit
reicht gerade nicht dafür. So. Scheiße. Zombies spawnen? Ja, war mir klar. War mir sowas von klar. Warum war mir das klar? So, warte kurz, wir bleiben hier stehen. Hä? Was auch immer das jetzt war. So, wir bauen den Sitz mal kurz aus. Schmeißen den ins Auto. Laufen mal kurz ein Stück weg und erschlagen den Zombie hier. So, Mann. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Fahrertür. Ach ja, Tür, genau. Und Motorhaube halt. Das können wir doch eigentlich schon alles hier lassen. Das brauchen wir doch alles gar nicht. So. Für den Fall, dass wir gleich sterben. Was ja nicht so ganz unrealistisch ist bei mir. Da rein, da hoch, darüber, das dahin, das da. Das kann dahin. So, dann gehen wir jetzt mal kurz gucken. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich noch gucken in den Garagen. Weil da war ja gestern die Beifahrertür. Vielleicht finden wir heute die Fahrertür. So. Ne, wir finden hier. Was ist denn das jetzt? Wolfswagen Beifahrersitz. Das ist scheiße. Bin ich ja ganz ehrlich. Bis jetzt bin ich enttäuscht. Da ist auch nichts okay. Und ansonsten. Ja, ist ja auch nicht wirklich viel. Schade. Auf jeden Fall, das nehmen wir mit. Hallo, das nehmen wir mit. Da ist nichts drin. Das nehmen wir mit. Hallo, hä? Mach das Spiel. So, das lassen wir hier. Das lassen wir auch hier. So, und dann, gut. Dann fahren wir jetzt schnell zum Airdrop. Hier gab es leider irgendwie keine Fahrertür mehr. Schade. Ja, ich habe irgendwie gestern mal die Kommentare überflogen. Da gab es anscheinend wieder Gemecker, weil ich irgendwo bei irgendeinem Auto anscheinend eine Motorhaube übersehen habe. Ich weiß es nicht. Kann sein. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas übersehen habe. Von daher, da. So, auf zum Airdrop. Er ist übrigens da hinten irgendwo an der Straße. Okay. Dann müssen wir jetzt da mal durchziehen und gucken. Ist der Airdrop, ich sehe ihn. So, dafür, dass ich aber angeblich beim Fahren Anfänger bin, mit 144 hier durch die Gegend zu brettern, ich auch gewagt. So, wo bist du, Airdrop? Wo bist du? Hä? Er war doch gar nicht so weit hier weg, oder? Ach, da oben. Ich sehe ihn. So, dann. Du, machen wir unser Bestes hier. Ja, unser Bestes ist gut. Scheiße, wie soll ich denn da hinkommen? Mann. Ja. Oh Gott, ey. So, ja. Ist ja gut, Zombie. Ist schon gut. Ich habe das so schon wahrgenommen, dass ihr da alle seid. Die kriegst du hier nicht wirklich. Ach du Scheiße. Also wie ihr seht, ne, das ist dann auch die Einstellung.
Das sind die Einstellungen. Es soll ein bisschen mehr in den Städten sein. Alter Falter, wie ihr seht, sind da nicht nur mehr in den Städten. Das ist... Mann, ja, nee, natürlich. Jetzt muss es auch noch regnen. Na klar. Da, warte. Den Sitz entfernen. Den schmeißen wir jetzt ins Auto. Dann... Oh, das auch. Da, wir haben ja, zu wenig, glaube ich. Obwohl, doch, sollte reichen. Komm. Wir sind stark mutig. Wir gehen jetzt da mit Pfeil und Bogen rein. Halt, erstmal zerlegen hier. Komm, zerleg. Haben wir nämlich direkt die Dinger in der Hand. So. Und jetzt gucken wir. Erdröpfchen. Oh Gott. Da. Wo ist der nächste? Da. Na, wohl vorbei. Oh. Da. Aber die ist doch immer noch nicht tot. Was soll denn das? So, jetzt aber. Auch tot. Auch tot. Auch tot, hoffe ich. Tot. Tot. I hope so. So. Dann. Boah, nein, der ist nicht tot. Der ist ein bisschen angepisst, weil wir ihn geschossen haben. Angeschossen haben. So. Jetzt. Ja, das Problem, ne, wie man sieht, die buggen hier auch ein bisschen in den Boden und überhaupt, also. Ernsthaft? Ja, das läuft. Die haben gestern das auch mit den Airdrops gemacht, dass die sich jetzt alle öffnen lassen. Und so, ne? Das ist voll mein Humor. Es funktioniert wieder gar nichts. Das ist so geil. Dann kämpft man sich hier echt an die blöden Airdrops. Und zur Belohnung kriegst du dann gar nichts, weil, ja, weil Kacke. Es ist so geil. Es ist so geil. So, aber wir versuchen es mal anders. Versuchen mal kurz. Wahrscheinlich sind wir jetzt gleich tot oder so. Nein, 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 nein. Das Ding da, so. Ich versuche es jetzt mal schnell mit einem Relock. Spiel beenden. Forced locked out. Ach nein, ach man. Nee. Oh, falsch gedrückt, falsch gedrückt, falsch gedrückt. So. Warum macht das Game jetzt hier auf? Warte auf Spiel, hervorragend. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt ganz rausgetappt bin. So ein Blödsinn. So. Fortsetzen. Fortsetzen. So, wahrscheinlich haben wir jetzt wieder eine Horde von 30, 11, 90 Zombies. Und sterben jetzt. Gehe ich definitiv gerade von aus. So. Airdrop ist gelandet. Ich höre ihn. So, ich hoffe, dass das mit dem Relock funktioniert, weil anders wüsste ich sonst nicht mehr, wie man jetzt langsam noch in die Airdrops kommen soll. Und ich sage, die haben gestern... Ernsthaft? Ja, super. Was ist das denn für ein Blödsinn?
Airdrop ist anscheinend auf. Für andere oder was weiß ich nicht was. Nur für mich nicht. Das ist ulkig, doch. Mann, 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 ey. Das, oh, geil. Ich weiß nicht, warum die das mal nicht vernünftig hinkriegen mit den Airdrops. Es hat jahrelang funktioniert. Tatsächlich. Soll man nicht glauben. Und jetzt urplötzlich haut das alles nicht mehr hin. Das ist ja traurig. So. Ich traue mich auch tatsächlich gerade nicht wirklich, das Ding zuzumachen. Weil ich dann Angst habe, dass wir gleich nicht mehr rauskommen. Und wenn es hinkern ist, dann nee. So. Okay, Pistole gibt es auch. Nein, in die Hände nehmen, so. Jetzt sag mir nicht, da ist jetzt wirklich noch ein Zombie, der mir hinterherläuft. Macht's bloß weg, du Vieh. Ich hab euch alle tot gehabt. Zumindest so, großteils. So, ich habe Durst. Okay, dann lauf mit offenem Mund hier durch die Gegend und mach den Mund auf. Es regnet doch wie Sau. Dann müsste der Durst doch gestillt werden. So, da steht unser Auto. Also gut, ihr habt es mitgekriegt. Die Airdrops haben dann jetzt einen neuen Bug. Solltet ihr den mal irgendwann nicht öffnen können, einfach reloggen. Der Airdrop ist dann anscheinend auf. Nur ihr seht es nicht. Ah, ich wollte gerade sagen, einmal drehen bitte das auch. Bis dahin. Ah, das dahin. Ist dahin? Ne, was wollte doch. Genau, ich wollte den doch noch hier reinpacken. So war's, genau. Dann hauen wir den da hoch. Das da rüber. Ne, das passt nicht. Dann machen wir das so. So, so. Das Ding noch dahin. Hervorragend. Alles läuft super. Warte kurz, wir nehmen ihn in die Hände. Wir machen einmal Auto. Ja, wir machen einfach mal komplett ganz. So, erstmal warten hier. Chassis reparieren. Ja, und den Rest kriegen wir, glaube ich, irgendwie gar nicht angezeigt. Ne? Dafür müssten wir wieder Wagenheber und so, aber das möchte ich jetzt nicht. Dann ab ins Auto. Und wir fahren jetzt Ersatzteile suchen. Oh Gott, nee, fahren wir gar nicht. Oh, ich sehe schon, es ist schon wieder viel zu spät. Jetzt bin ich schon wieder komplett raus. Das ist doch... Mann, 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 so. Das ist ein Wahnsinn. So, wir stellen Auto hier in die... Büsche. Da ist mir jetzt egal. Der Busch ist nicht richtig. So, nein, nicht Schlösser entfernen. Den Frontsitz entfernen, bitte, danke. Und morgen suchen wir dann... ja, einen Sitz. So, dann vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen. Ne? Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dürft ihr mir auch gerne ein Abo dalassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich sage erstmal ciao. Der Falli.